Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal hier beim Yogi 285. Das Paket habe ich ein bisschen unkenntlich gemacht, da ich natürlich nicht möchte, dass ihr mich hier besucht. Aber ich möchte euch wenigstens den Inhalt heute zeigen von meinen neuen Schuhen. Jetzt habe ich euch noch gar nicht gezeigt, wie sie heißen. Superstar East River Rival in blau-orange mit blauer Wildlederoptik. So, die möchte ich euch mal eben kurz hier zumindest im Detail zeigen, zumindest mal eben aus der Nahansicht, damit ihr euch die begutachten könnt. Ihr könnt natürlich die Produktfotos überall im Internet euch anschauen, aber ich denke mal, so ein bisschen Eindruck von der Haptik und der wirklich realen Optik, die bekommt man doch hier auf jeden Fall schöner. Das sind ja im Internet zum Teil auch Renderbilder in den Online-Shops, die man da findet. Deshalb hier mal eben eine schöne Kurzansicht. Goldfarbenes Superstar-Logo und wir haben auf den Streifen und auch hinten auf dem Lederabsatz ja wieder diese Schlangenlederoptik aus der East River Rivalry Serie. Haben wir das ja schon bei anderen Modellen gesehen. Auf der Zunge oben drauf das goldene Adidas-Logo mit den drei Streifen. Und hier sind blaue Schnürsenkel drin. Wir haben aber auch noch weiße, zwei Stück natürlich. Hier haben wir mal eben das Etikett nochmal. Hier sehen wir auch nochmal irgendwo, na, hier, ganz genau, Superstar East River aus der Original-Serie in 46 2/3 jetzt in meinem Fall. So sieht das von innen aus. Hier mal eben der Sticker noch mit den verschiedenen Größeneinheiten. Ja, und ansonsten zeige ich euch nochmal eben hier die Enden vom Schnürsenkel. Das sieht alles ganz ordentlich aus. Was nicht so ordentlich aussieht, ist das hier zum Beispiel. Hier habe ich schon eine kleine Naht, die losgegangen war. Aber okay, das ist bei den Schuhen sowieso so eine Sache. Da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Gerade auch hier, das ist so eine Sollbruchstelle bei den Superstars fast schon geworden in den letzten Jahren. Die waren, ja, vor 10, 15 Jahren waren die meiner Meinung nach viel stabiler. Ich zeige euch nochmal eben den, na, linken ist es hier, obwohl der natürlich logischerweise gleich ist. Aber ich zeige euch auch nochmal eben hier die Unterseite. Das Profil auf der Unterseite dürft ihr euch nochmal eben anschauen. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon. Ich gebe euch noch ein paar schöne Nahansichten und ein paar schöne Ansichten an meinem Fuß hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so war, schaut mal auf meinem Kanal vorbei für weitere Detailansichten und Kurzreviews von Schuhen, Klamotten und anderen Dingen. Ich bin raus, macht's gut vom Yogi 285. Danke für eure Zeit. Ciao, ciao.